Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir sind wieder zurück mit unserer WRC-Karriere. Diesmal mit einem kleinen Sprung. Und zwar hat sich leider die restlichen WRC-3-Rallys nicht aufnehmen lassen. Also einmal ist die Aufnahme nicht gestartet, zweimal ist sie hängen geblieben. Deswegen sind die leider nicht vorhanden, deswegen ist ein bisschen Sprung drin, aber wir hatten dann einen Herstellerlauf, nicht einen, keinen Bewerb oder Wettbewerb, sondern einen Lauf, wo uns eine Stelle für ein WRC2-Cockpit angeboten hat, wurde. Und wir sind dazu zum Hyundai, glaube ich, gewechselt. Wir fahren jetzt hier den i20 und beginnen eine neue Saison. Diesmal mit in der WRC 2 mit ein bisschen stärkeren und schnelleren Autos, weil das habe ich jetzt auch schon, also stärker, schneller weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber sind auf jeden Fall der Unterschied zwischen WRC 3 und WRC 2 besteht im Grunde genommen darum, dass die WRC 2 auf internationalen Strecken auch fährt, was man in der WRC 3 nicht muss. Man kann sich dort rein auf europäische Strecken konzentrieren als Fahrer. So, und hier sind halt Privatfahrer und hier ist man Werksfahrer, dann wahrscheinlich schon mit dem 280 PS starken Gefährt. Und dann schauen wir doch mal, wie wir uns schlagen. Monte Carlo war jetzt nicht immer so schlecht. Wir sind aber, glaube ich, da auch nicht immer ganz komplett vorne gelandet. Deswegen ist es jetzt interessant, wie wir uns diesmal geben und ob die Aufnahme hoffentlich klappt. Nicht, dass wir dann schon die vierte Rallye in Folge ohne Aufnahme fahren. Und da steht unser Kleiner schon am Start. Wird jetzt wahrscheinlich nach vorne rollen. Ist das ein Toyota? Nee, ist doch ein Hyundai, oder? Gefühlt läuft das nicht so schlecht. Ja, diesmal auch wieder nicht ganz vorne dabei, aber. Rechts voll und bremsen in rechts 4 über Brücke. Und Achtung, rechts 2 bremsen für scharfe Haarnadel links 50.
20. Dabei liegt mir eigentlich dieses Hammer. Lastigere Gelände normal. Kuppel in rechts 4, 80 und eben. Scharf links, nicht schneiden in Brücke. In links 3, kurz 30. Rechts 4, lang mal zu in links 4. Und rechts 3, 20. Links 3, über Kuppel bremsen 20. Haarnadel rechts. Und links 3 in rechts 4 nicht schneiden. Und rechts 5 kurz, in links 4 kurz. In rechts 3, 30. Links voll, mach zu 3 kurz. Boah, shit. Und Knoten über Kuppel in rechts 3, in links 2 macht auf. Da sind wir ein bisschen auf der Seite gelegen. Und rechts 6, 30. Scharf rechts über Brücke und rechts 2, in links voll. Und rechts 3, kurz in links 4. In rechts 5, Mittel, mach zu 3, Verengung. Da haben wir jetzt nicht so viel Boden verloren. Rechts 6, Verengung und links 5. Mit 10 Sekunden waren wir vorher und schon. Ja. Mats Otzberg wieder am Start. Mats Ostberg. Unser alter Konkurrent. Der schaut schon ein bisschen machtiger aus als der andere. Allerdings ist das wahrscheinlich noch nicht die Endausbaustufe. Hätten wir beinahe die Mauer beinahe den Stein geknutscht hier. Und wieder Haarnadel, oder? Ja. Monte Carlo dafür bekannt, dass man da bergauf ziemlich viele Haarnadel absolvieren muss. Macht mir aber auch immer wieder Spaß, jetzt mit dem Handbremshebel auch noch das super zu dosieren. Sitzt bombenfest, der Gute. Da bin ich ein bisschen weit rausgekommen. Ja, die Kurve ist gut gelaufen.
Irgendwie gefällt mir der sogar richtig gut, der i20. Muss ich meinen Arbeitskollegen fragen, ob ich mal seine mit seinem mitfahren darf. Er hat ja so einen. So, falls du das siehst, Props gehen raus. Lass mal lass mal i20 fahren gehen. Siehst du, ich gehe hier. Naja, gut, okay. Sprach's und dotzt in die Mauer. Also damit empfehle ich mich nicht mal für eine Runde am Steuer, würde ich sagen. Bei ihm. Aber naja. Mit der Aktion wahrscheinlich auch nicht. Da waren wir kurzfristig mal nur auf zwei Rädern unterwegs und ein bisschen auf den Seitenblechen. Hinten haben wir auch schon einen schönen Datscher drin, glaube ich, da. Der lässt mich wahrscheinlich, wenn er das sieht, nie fahren. Der möchte, dass sein Auto in einem Teil bleibt. Ja, diese Kurve. Immer tückig. Das ist mir schon oft passiert, dass es mich rausgetragen hat. So, was kommt als nächstes? Nochmal so eine Etappe. 7,28 Kilometer. Wieder im Dunkeln. Die Nacht ist eigentlich unsere Domäne. Aber das letzte Mal ist es auch nicht so optimal gelaufen. Schade, dass das Video nicht mehr, dass diese Videos alle nicht existieren. Irgendwie nicht aufgenommen hat. Das ist Software leider hängen geblieben. Einmal gar nicht den Befehl. Ich habe so Shortcuts, damit ich aus dem Spiel raus die Aufnahme starten kann. Logisch. Macht ja Sinn. Und irgendwie hat es den Befehl nicht angenommen. Die erste Etappe jetzt kürzer oder was? Rechts 5, kurz 80 über Asphalt. Scharfe Haarnadel links nicht schneiden, breiter 150. Knoten uneben in links 5. Wow! In rechts 5 nicht schneiden, mach zu in links 6, 30. 3 Sekunden rausgefahren auf dem ersten Abschnitt, das war ja noch nicht. Stimmt mich eigentlich ganz positiv. Naja, gut. Ich soll den Tag nicht vor dem Ende der Etappe loben. Und links voll, Mittel macht zu 5. Oh.
da irgendwas von der Beleuchtungsbar kaputt gegangen. Links 5, 30. Uah. Links 4 kurz in rechts 5, kurz 50. Ah, 6 Sekunden, sehr schön. Links 400. Die Rückwärtsvariante dieser fatalen Rezapper aus der WRC 3. Wo ich es geschafft habe dort. Aus dem Sprung heraus. Genau, da bin ich auf diese Kante drauf gesprungen. Links in rechts 2 macht auf. Für scharfe Haarnadel rechts und links 3,50. Das war ja wirklich ein Wunder, dass ich da gerade nicht zischiert habe. Alter. 30 rechts voll und Ziel. Ja, nicht schlecht. Ich glaube, da hat man bis zum Schluss mal alles grün, glaube ich. Diesmal habe ich ihn ja geschont, meinen Kleinen. Aber der durfte nicht viele Schläge abfangen.
Zumal das ja auch immer wieder so eine Sache ist, man kommt halt in das Team rein, das ist jetzt ein teamorientiertes Team. Und da ist das Fahrzeug natürlich, da hast du die ganzen Haltbarkeitspunkte nicht mehr vergeben. Sondern der legt das eben, keine Ahnung wie, nach einer Schablone eben, wenn er sagt, ja, Spezialisierung liegt im Team selbst. Dann legt er die Punkte in, hauptsächlich ins Team und verteilt ein paar jetzt quer um. Müssen wir uns dann mal angucken, wie das dann gegeben ist. Und wenn wir wieder Punkte rausfahren hier für den F&E Tree, dann müssen wir mal gucken, dass wir das Kistchen ein bisschen stabiler kriegen. Ja. Also wieder so ein schöner Drohnenüberflug. Da haben wir ein bisschen zu hart in die Eisen gestiegen. Oder sind ein bisschen zu hart in die Eisen gestiegen. Wie wir die hier nehmen. Naja, das schaut schon besser aus. Ja, der war. Der war schön. Der war auch nicht schlecht. Also die Haarnadel liegen mir eigentlich und seit neuestem eben mit diesem Grifflein. Das noch viel, viel schöner dosieren. Das Programm hat es problemlos erkannt. Da ich den jetzt nicht jedes Mal abstecke und beim Formel 1 einsteige, da will er ihn ständig konfiguriert haben. Logisch, da brauchst du auch keine Handbremse in Formel 1. Gibt es ja gar nicht. In dem Sinne. Sehr schön, weiter geht's.
Damit haben wir die Spitze erobert, so wie es ausschaut. Kilometer unter 100% Asphalt und 100% Asphalt. Weiter geht's. Schauen wir mal, ob wir es an der Spitze halten können oder ob wir wieder zurückfallen. Trocken. Das ist ein First bei der jetzigen Rallye, glaube ich. Wenn das wieder die Rückwärtsvariante ist, muss ich da an der Stelle besonders aufpassen. Da bin ich mal, wie gesagt, genau auf die Leitplanke drauf gehupft. Wieder mal drehe ich mit ungeputztem Auto an. Rechts voll bei Abzweig und rechts 4 lang macht zu 80. Links 6 und Achtung, Kuppe. In Scharfbremsen für Hanan links in rechts voll. Okay. Die haben wir jetzt nicht so optimal genommen. Achtung, rechts voll uneben. In links 6 macht zu, in rechts 3 macht auf. In links 5 macht zu. In rechts 3 20. Links 4 Mittel. Und rechts 5 uneben. In links 4 kurz 30. Rechts 4 macht zu in scharf links über Brücke und scharf links 30. Knoten in rechts 5 bremsen, macht zu 2 kurz. In links 2 macht auf. Und rechts 5 macht zu 2, 30. Links 3 macht zu in rechts voll. Und links 5 und links 3 kurz in rechts 4 kurz. Das war jetzt nicht so optimal. Wollte mir doch tatsächlich abhauen. Das gibt's ja nicht. Links 3 kurz, Verengung und links 4 Verengung. In rechts 4 macht zu 3 kurz.
jetzt aber ganz schön gebockt da oben. Da hat er aber zwischendurch mal ganz heftig gebockt. Na gut. Platz 6 ist jetzt auch nicht so das Ultra-Optimum. Nur da hätte man besser zirkeln können. Und hier waren wir, glaube ich, in dem Abschnitt etwas zu zaghaft. Wenn wir da mehr durchgezogen hätten, hätte man nicht so viel Zeit verloren. Und halt zum Schluss eben diese Zappelei vom Auto. Na, die habe ich da verkackt. Dong. Da wollte ich dann eben drauf drücken. Ich glaube, da sind mir dann auch noch ein paar Fehler unterlaufen. Wenigstens gab es auch mal die eine. Ja, da hat er schon das erste Mal angefangen zu zappeln. Ich glaube, das liegt auch hier am welligen Untergrund. Dass ich ihn ein bisschen verloren habe. Ja, oder da angeeckt, ja. Das kann es natürlich auch gewesen sein, ne? Ist sogar hochwahrscheinlich.
Und da ist er im Ziel und er bleibt auf Platz 2 zum Glück. Hoffentlich können wir das über das. Können wir das über die Ziellinie retten. Oh, wieder eine Nachtetappe, vielleicht können wir da was rausfahren. Die Konkurrenz ist da nicht so mörderstark in der Nacht immer. Andere Hyundai vor uns. Ich glaube, dass das wieder der Norweger ist, der sich da der immer ganz mördermäßig. Steigert immer noch. 20 Haarnadel links in rechts voll, macht zu 4 kurz. In links 4 Verengung 30. Scharfe Haarnadel rechts 30, Knoten 30. Links voll über Kuppel in rechts 5 bremsen. Für scharfe Haarnadel links. Und links 5 macht zu in rechts 5 Verengung 40. Links 5 kurz 30. Rechts voll in Tunnel 30. Scharf rechts in Brücke. Und scharf rechts mittig halten in Tunnel. Und links 5 halten in rechts 4 30. Knoten 30. Links 5 Verengung 30. Links 5, kurz 50. Rechts 4 macht zu in links 6, in rechts 6 macht zu 30. Links 5, sehr lang 30. Na, hole ich das noch ein. Rechts 3 kurz und links 3 breiter. In rechts 3 Verengung in links 3 und rechts 4, 50. Rechts 4 kurz, in links 3 sehr lang 30. Rechts voll macht zu 2, 30. Rechts 4 halten in links 3 kurz, in rechts 4. Und links 2 kurz. In rechts 4, in links 3 kurz. In rechts 3 kurz halten in links 2. In rechts 4 macht zu 3 in links 2. In rechts 3 30. Links 3 macht zu in rechts 3 kurz. In schnelle Knoten über Kuppe 50. Links 4 macht zu 80. Rechts 3 halten in links 5 bei Abzweigen. Und Achtung, links voll, mal zu 3 über Kuppe. In rechts 3 macht zu. 50. Links voll, 80. Haarnadel links, 100. Rechts 6, 80. Links 4, in rechts 4 macht auf. Achtung, links 4 kurz über Kuppe. In rechts 4 macht zu 3. Und rechts 4 kurz, in rechts 5 kurz 50. Achtung, bremsen, links 2 kurz. In rechts 3 macht zu, in links 2 kurz. In rechts 4 macht zu, in links 2 kurz. Und rechts voll 20. Ja, wenn ich die 5. Rechts 3 nicht schneiden und links 4 innen halten über Kuppe. Kann ich die 5 noch knappern? In rechts 5 kurz und Haarnadel rechts 50. Links 4, in rechts 4. Und links 4, 50. Links 5 kurz, nicht schneiden, 80. Links 2 leicht schneiden, macht auf 20. Links 5 macht zu 2 nach Abzweig in rechts 2 nicht schneiden. In links 2 nicht schneiden, Verengung in rechts voll 30. Rechts 3 kurz, in links 4 macht zu. In rechts 2, in links 3 nicht schneiden.
kurz in rechts 5 über Kuppe 30. Rechts 4, 50. Rechts 4 in links 5 lang. Wird auf jeden Fall eine knappe Geschichte, glaube ich. In rechts voll 80. Links voll in rechts 5. Und rechts 4 Mitte. Und links 6 in rechts 5 macht auf 50. Rechts 4 kurz Verengung in links 5 und Tunnel 30. Links voll innenhalten 30. Und rechts 6 macht zu 5 in Tunnel 20. Rechts 6, kurz 20, rechts voll in links 6, Verengung 150 zum Ziel. Na, schade. Oder? Wer war jetzt vor mir? Der andere. Er bleibt vorne. Knapp 3 Sekunden. Da, knappes Ding. Schade. Oh, jetzt habe ich vergessen, mir das Replay anzuschauen. Da ist er wieder, unser Kleiner, und zwar vollständig. Stefan Sarati. Jo. Ja. Sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Schauen wir nochmal. Ja, wie gesagt, sehr teamorientiert. Haftung von Regenreifen erhöht. Na, ich will wissen. Asphaltregenreifen verwenden, aha. Konnte man das vorher noch nicht, oder wie? Federweg ist auch. Später Erfahrung. Alles klar. Dann sag ich mal danke fürs Zuschauen. War wieder eine sehr spannende Episode. Freut mich, dass es euch hoffentlich gefallen hat. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und abonniert meinen Kanal für mehr Rallye- und Spielevideos. Danke und auf Wiedersehen!